Markus Uhlig. Markus, schönen guten Abend. Guten Abend. Markus, wir haben ja schon einige Male das Vergnügen miteinander gehabt. Sie waren früher in der Pressearbeit bei Arminia Bielefeld. Da war ich noch ein ganz junger Fetz, wie man im Rheinland sagt. Dann haben wir uns unterhalten in Ihrer neuen Funktion. Da gibt es ja auch teilweise Themen, die schwierig waren mit Trainern, auch mit Zuschauern mal. Sie haben RWE nach oben gebracht und das wird ja sicherlich ein Interview, da haben wir schon angenehmere geführt. Ich würde zunächst mal gerne wissen, Sie haben vom Derby in diesem Jahr gegen den MSV Duisburg mir gesagt, wir verkünden heute auch die Vertragsverlängerung von Felix Bastians. Das gibt noch mal einen Boost. Ihr Trainer hat vor zwei Wochen gesagt, er hat einen ganz wichtigen Ansprechpartner mit ihm. Was ist da passiert, dass Felix Bastians suspendiert wurde? Ja, ich habe totales Verständnis für die Frage. Ich hoffe, dass ich ebenso viel Verständnis von Ihnen kriege, Herr Wagner, dass ich da jetzt nicht im Detail drauf eingehen möchte. Fakt ist, wir haben ja auch schon ein bisschen was dazu gesagt. Ich werde jetzt hier sicherlich nicht den Stab über Felix Bastians brechen. Es sind ein paar Dinge vorgefallen und ja, wir müssen auch sagen, dass das haben wir auch schon kommentiert, dass ja schon die Art und Weise, wie er dann zum Schluss auch als Kapitän die Rolle interpretiert hat und auch sicherlich aus sportlichen Gründen in so einer Gesamtgemengelage dann es vielleicht dann doch das eine oder andere zu viel war und wir dann nach dem Spiel gegen Ferl diese Entscheidung getroffen haben. Akzeptieren wir natürlich. Allerdings sind ja heute sicherlich auch ein paar Zuschauer vom Fernseher, die eben dieses Gespräch, das es mit den Medien gab, zum Beispiel nicht mitbekommen haben. Deshalb möchte ich mal ganz kurz nur fragen, als Kapitän ist man ja irgendwie auch der Vertreter der Mannschaft. Wir haben natürlich auch mit dem einen oder anderen Spieler mal gesprochen. Da haben die Spieler gesagt, er hat schon, auch wenn er manchmal unbequem in der Kabine war, schon unsere Interessen vertreten. Er wurde im Sommer praktisch bestätigt als Kapitän von Mannschaft und Trainer. Wenn Sie sagen, da sind einige Sachen in Schieflage gekommen, wie müssen wir uns das vorstellen? Warum ist da nicht vorher irgendjemand mal vielleicht auch mit ihm ins Gespräch gegangen? Ja, ich glaube, das ist in der Tat ein nicht so einfach zu erklärender Prozess, der sich vielleicht auch in der letzten Zeit über Wochen so ein bisschen weiterentwickelt hat. Ich glaube, Felix Bastians ist ein sehr, sehr starker Spieler, ein sehr, sehr dominanter Spieler. Nochmal als Kapitän dann auch da zu sein, das war dann vielleicht in der letzten Zeit nicht immer optimal der Fall. Und ja, will jetzt auch nicht zu sehr auf das Sportliche eingehen, aber er hat eine überragende Hinrunde im letzten Jahr gespielt. Wenn man jetzt alle Themen zusammennimmt, Ausübung des Kapitänsamts, sportliche Performance, dann hatten wir da schon unsere Themen miteinander und das hat dann zum Ende einfach nicht mehr gepasst. Wobei, zur Wahrheit, denke ich auch gehört, ich war beim Spiel gegen Essen da, finde, da hat er eine ordentliche Leistung mit einem Tor auch gekrönt und die Mannschaft hat sich auch mit ihm über das Tor gefreut, also ich hatte nicht den Eindruck, dass er jetzt ein Außenseiter war. Martin, du warst auch irgendwann mal ein älterer Spieler gegen Ende deiner Karriere. Markus Uhlig ist ein sehr kommunikativer Mann. Muss man das nicht anders lösen können mit einem Spieler, der sicherlich auch seine Verdienste hat? Ja, die Frage ist ja immer, was vorgefallen ist. Deswegen ist es ja so schwer greifbar. Respektiert es natürlich, aber mich würde schon mal interessieren, so Beispiele zu erfahren, die sich dann so aufsummiert haben, um so eine ja doch radikale Entscheidung zu treffen halt, ne? Und deswegen, um deine Frage zu beantworten, es würde mir natürlich viel einfacher fallen, wenn man wüsste, was sich da so ein bisschen aufsummiert hat. Ihr quält mich jetzt hier ein bisschen. Ist ja okay. Und ist ja unser Job auch. Ihr müsst ja auch nachfragen. Also ich möchte da in der Tat nicht näher drauf eingehen. Lass jetzt mal gut sein. Ich will vielleicht einen Aspekt bewerten. Das war eine Entscheidung, die jetzt nicht einer getroffen hat und andere sie mitgetragen haben, sondern es war schon eine Entscheidung, die maximale Breite auch im Verein gefunden hat. Vorstand, sportliche Leitung, Trainerteam. Und ich glaube, dann ist jetzt auch an der Stelle alles dazu gesagt. Wir versprechen uns natürlich auch einen gewissen, ja, ich sage jetzt mal, befreienden Effekt, dass der ein oder andere Spieler dann jetzt so ein bisschen auch aus dem Windschatten hervorkommt und sich ein bisschen emanzipiert, dass sich auch vielleicht eine andere Struktur, eine andere Hierarchie in der Mannschaft bilden kann. Markus. Ja. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.